weiter, wortwörtlich, Zitat Virologe Kekilä: Der Impfstoff bewirkt eine Umprogrammierung der angeborenen Immunantwort und deshalb ist die zukünftige Abwehr gegen andere Viren regelrecht gebremst, sagt ein bedeutender Virologe, der im März, April noch was zu sagen hatte. Mit solchen Eingriffen machen wir unsere Kinder von der Nadel abhängig. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die Kinder abhängig sind von der Nadel der Pharmaindustrie, dass sie alle 6 Monate eine Spritze brauchen. Das wollen wir nicht zulassen. Diese gottverlassenen Menschen, die uns dazu nötigen wollen, das zuzulassen, wie kann das sein, dass wir uns drüber wegsetzen und meinen, wir könnten diese Dinge besser regeln als die Natur? Nur ein arroganter Mensch kann diesem Größenwahnsinn verfallen. Ich liebe Christa, wie sie redet. Es ist eine Heilpraktikerin, die macht das toll. Und das Argument, die Alten schützen, die Risikopatienten schützen, sind doch jetzt alle geschützt oder etwa doch nicht? Auf jeden Fall haben wir heute die Basis, jeder, der diesen Schutz sucht in der Impfung, kann sich impfen lassen. Wir haben so viel Impfstoff, dass wir ihn sogar nach Afghanistan verschenken, jetzt gerade im Moment, aktuell, wo die ja auch keine anderen Sorgen haben. Also es ist wirklich einfach. Du kriegst hier deine Impfung und du kriegst sogar noch so eine Bratwurst dazu. Aber lass dich bitte impfen, wenn du Angst hast. Der Berliner Gesundheitssenator, nicht Berliner Gesundheitssenatorin, hat jetzt die Kinder angesprochen in ihrem Regierung oder angeschrieben im Regierungsbereich Berlin und aufgefordert, dass sich diese Kinder impfen lassen. Sie schüchtert die Kinder definitiv ein. Wenn sie sich nicht impfen lassen, gefährden sie den Schulbetrieb für alle. Das ist Nötigung, Nötigung im Amt. Diese gewissenlosen Politiker, was wollen die denn den Kindern noch alles tun, antun? Reicht das letzte Jahr, die letzten 1,5 Jahre? Reicht es nicht, was man ihnen ständig für ein Schuldgefühl gemacht hat? Und jetzt geht dieser Psychoterror wieder von vorne los. Es reicht wahrhaftig, es reicht absolut. Und wisst ihr eigentlich, warum die Geimpften sich nicht testen lassen müssen? Die müssen sich ja nicht testen lassen. Ne? Also wer geimpft ist, braucht bloß einen Impfpass vorzeigen, er wird nirgends mehr getestet. Warum? Weil der ganze Schwindel auffliegen würde, weil sie positiv testen würden. Ich liebe diese Frau. Großartig. Und so können die Geimpften wunderbar alles weiter spreaden, können weiter zu Hotspots führen. Und wer ist schuld? Die bösen Asozialen, die sich nicht impfen lassen. Nein, ihr Verantwortlichen von der STIKO, ihr pharmatreuen Wissenschaftler und Politiker, die Kinder brauchen eure Fürsorge wahrhaftig nicht.